Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Format hier im Traders Club 24. Mein Name ist Carlos Martins und ich werde mit Ihnen eine unserer erfolgreichen Strategien, die man nebenberuflich umsetzen kann, ein wenig nicht nur durchleuchten, sondern wir werden einen Wochenrückblick starten. Was für Signale haben wir diese Woche getradet? Welche sind noch offen? Und worauf können wir uns vielleicht in der nächsten Woche einstellen? Diese Woche gab es einen Haufen von Terminen. Wir stecken voll in den Quartalszahlen und dadurch, dass wir auch Indizes handeln, spiegeln sich diese Quartalszahlen natürlich auf den Indizes auch wieder. Wünscht Ihnen jetzt viel, viel Spaß. Es ist, wie gesagt, eine Swing-Strategie auf Tagesbasis und Wochenbasis und wir gehen jetzt mal direkt rein in das Geschehen. Und Sie sehen jetzt auf dem linken Bildrand, und ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. Sie sehen hier links so ein Radar. Hier sind einzelne Märkte und ich erkläre das jetzt heute zum ersten Mal, weil wenn Sie noch nie unsere Strategie gesehen haben, werden Sie natürlich sich denken, was macht er und was erzählt er dort? Also, wir haben links ein Radar, da werden alle Märkte analysiert. Rechts haben wir das Order Tool. Wenn wir jetzt ein Stückchen weiter nach unten gehen, sehen Sie hier drei grüne Bereiche, das ist in unserem Live-Konto. Drei Trades sind diese Woche, die ich getradet habe, um 8.25 Uhr gemeinsam mit den Clubmitgliedern haben wir erfolgreich nach Hause gebracht. Und zwar, Sie werden sich wundern, es ist einmal der Stocks, es ist einmal Nasdaq und S&P. Der DAX war auf Swing-Basis diese Woche nicht dabei und das Lustige daran ist, meine Damen und Herren, es waren alle Trades auf fallenden Kurs. Das heißt Short, obwohl, wenn Sie heute die Aufzeichnung oder morgen sich die anschauen, zum Ende der Woche waren ja alle Indizes tief im grünen Bereich. Ja, und das seht ihr, die Märkte laufen, wie gesagt, in diesen Wellenformationen. Wir versuchen, die mitzunehmen. Starten wir mit dem ersten Trade, das ist der Eurostox 50 und ich ziehe den mal hier rein. Und hier sehen Sie, und dafür werden wir oftmals belächelt, dass wir mit Sonnen arbeiten. Die Sonnen sind nichts anderes wie das letzte Hoch und das letzte Tief. Und wir sehen hier eine blaue Sonne und die aktuelle Sonne ist dort oben rot. Und rot bedeutet, dass der Kompass auf fallenden Kurs zeigt, beziehungsweise auf Short oder Richtung Süden. Das Ganze wird nochmal signalisiert und Sie sehen, ich bin ja auch ein Brillenträger. Und der Regisseur, der mit mir jetzt diesen Wochenrückblick macht, hat kein Erbarmen mit mir, denn meine Software liegt sehr weit entfernt. Und Sie sehen diesen roten Strich hier, wo meine grüne Maus ist. Dieser grüne Strich zeichnet uns an, Achtung, wir haben ein Signal. Und jetzt sind wir schon direkt in der Tiefe. Sie sehen, wir sind short eingestiegen und am nächsten Tag kommt hier eine blaue Kerze. 80% der Neulinge, die bei uns im Club gestartet sind, haben gesagt, Carlos, wir sind ja im Eurostox Short, was soll ich denn jetzt machen? Und dann sagen wir, ruhig bleiben. Ja, es gibt nicht nur Schönwetterkapitäne, die Märkte laufen auch mal in die Gegenrichtung. Und was wir aber heute festgestellt haben, und ich bin jetzt gerade aus dem Live-Trading-Raum rausgekommen, der Trade ist in den Gewinn geblieben. Das bedeutet, eine der wichtigsten Sachen, die ich mitgeben kann, auch heute bei dieser Wochenreplik, Disziplin und ruhig bleiben. Und wir haben einen Plan. Der Traders Club gibt seinen Clubmitgliedern Pläne, die duplizierbar sind. Und das bedeutet, diese blaue Kerze ist zwar ärgerlich, ja, aber ist kein Grund zur Panik und es ist auch kein Grund, irgendwie den Trade zu schließen. Denn unser Anker liegt hier oben auf der Sonne. Der nächste Markt, und der sieht wahrscheinlich ähnlich aus, ist Nasdaq. Also, und hier sehen wir im Nasdaq-Bereich, da habe ich mich einmal So, da sind wir auch auf dem Weekly Chart. Und Sie sehen, wir haben hier den Short Trade und wir sind besser reingekommen und haben den Trade hier in den Gewinn gebracht. Der nächste Trade ist S&P 500. Auch hier sehr schön wieder zu sehen. Wir sind hier mit einer roten Sonne. Sie haben das ja vorhin gelernt. Unsere Software zeigt uns an, bei Rot sind wir erstmal nur fokussiert auf fallenden Kurs. Das bedeutet nicht, dass wenn wir eine rote Sonne haben, wir direkt short gehen, sondern es muss das zweite Kriterium sein, eine gut ausgeprägte Kerze und sie muss unterhalb des unteren Bandes schließen. Das klingt alles kompliziert, meine Damen und Herren. Sie sehen den roten Strich und den kann jeder erkennen, ob er 90 ist oder
18 ist. Ja, und hier sind wir short gegangen und zwar genau vor 3 Tagen und haben diesen Trade hier in den Gewinn gebracht. Jetzt sehen wir, die Märkte steigen so ein wenig, aber wir haben den Trade in den Gewinn gebracht. Jetzt sehen wir hier oben, dass wir Positionen noch drinne oder haben. Und zwar haben wir hier einmal den Audi Kanadisch Dollar. Also das ist nicht die Audi-Marke, sondern wir handeln ja Devisen. Und Sie sehen hier, wir sind long gegangen und der Markt dreht. Was ist jetzt hier zu machen? Jetzt arbeiten wir nachhaltig mit Gegensignal. Heute wäre heute kein Gegensignal. Warum? Weil wir ein Docht oben und unten haben. Diese Kerze hat nicht drunter geschlossen, es war knapp, also bleiben wir noch dort. Das Risiko, was wir hier haben an diesem Trade, liegt bei 1%. Das heißt, wenn ich 10.000 Euro habe, 100 Euro wird maximal riskiert. Der nächste Trade hier in der Rubrik ist Audi Neuseeland. Und hier sehen Sie, der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir den Dow Jones besprochen. Der Trade, den haben wir auch in den Gewinn nicht gebracht. Wir sehen hier im Dow Jones sind wir noch short, aber auch noch kein Gegensignal. Der muss sich noch ein bisschen entwickeln. Die Frage, die ist ja hier ist, wir haben heute den 24. April. Montag ist 1. Mai. Soll ich zum Wochenende das Risiko eingehen? Meine Damen und Herren, wir haben den Anker. Wir haben den Stop-Loss. Und ich habe das gerade mit meinem Trading-Team besprochen. Wir haben diese Woche Zahlen gehabt. Und Facebook, Meta, wie es jetzt heißt, hat Zahlen gebracht. Und die sind gestern wirklich explodiert mit 14%. Und es ist die zweitgrößte Firma der Welt hinter Apple. Und die hat den Markt nach oben gedrückt. Jetzt kann man natürlich sagen, geht die Party weiter oder geht man zum Wochenende und nimmt sein Geld mit. Und deswegen, wir werden zum Wochenende nichts machen, aber wer das Risiko scheut, kann natürlich seine Position absichern. Zusätzlich, wir haben den Airbag drin, wir haben einen Stop-Loss hier oben drin und bleiben dort und starten erst am Dienstag wieder in das Geschehen. Stocks haben wir in den Gewinn gebracht, S&P haben wir in den Gewinn gebracht und jetzt haben wir den nächsten Markt, das ist USD-Kanadisch-Dollar. Und hier muss ich mich ein bisschen strecken, weil Sie sehen es, wenn ich mich strecke, das heißt, ich habe eine Gleitsichtbrille, da muss ich ein bisschen gucken und im unteren Bereich, also USD-Kanadisch-Dollar, sehen Sie die blaue Linie, wir sind long gegangen und der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Öl ist auch in den Gewinn gelaufen und dann haben wir im unteren Bereich die Wochentrades. Hier haben wir einmal Audi-Kanadisch-Dollar ist in den Gewinn gelaufen, der Kanadisch-Dollar Japanisch-Yen. Und wir haben ja Zahlen heute Nacht auch in Japan gehabt, Konjunkturzahlen, der steigt wieder. Wir sind dort long und damit nächste Woche werden wir wieder einen Wochenrückblick machen, denn wir werden jetzt hier jede Woche einmal kurz die Märkte besprechen. Heute ein bisschen intensiver, damit wir uns so ein bisschen eingehoben in die ganze Geschichte. Dann haben wir FTSE, ist in den Gewinn gelaufen, auch wenn der Chart hier zeigt, Mensch Carlos, der dreht doch. Nein, wir sind hier unten, das Kästchen ist unser Gewinnziel. Das werden Sie in den nächsten Wochen aber auch von uns immer wieder hören. Öl auf Wochenbasis ist in den Gewinn gelaufen, Öl auf Tagesbasis ist short. Das heißt, wir haben Yin-Yang. Sie sehen, die Zeitebenen sind beim Trading auch extrem wichtig. Ein Wochenchart sieht anders aus wie ein Minutenchart. In diesem Sinne wünsche ich euch allen, Ihnen, einen schönen Feiertag. Ich freue mich auf die nächste Woche. Die wird extrem spannend, denn wir haben nächste Woche Zinsentscheidungen, FED. Ja, und da warten wir natürlich alle, werden nochmal die Zinsen angehoben oder wird eine Pause eingelegt? Was werden die Teilnehmer dann erwarten? Also nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin gute Trades und wünsche ein schönes Wochenende.